Hallo und herzlich willkommen hier zu meinem neuen Let's Play. Lange ist es her. Ich habe mich auch ein bisschen aussehtechnisch verändert. Nein, ich habe die Facecam abgeschafft und habe mir Facebook reingezogen und spiele hier nun als ja, Wolf, würde ich jetzt mal sagen. Aber ihr seid hier richtig. Trandubakis Let's Play wieder mal am Start mit einem neuen Spiel. Noch in der Early Access und noch im Alpha-Stadium, sage ich jetzt mal. Devil of a Building steht hier unten. Es gibt regelmäßig Updates. Wir haben jetzt schon die Version XY. Nein, hier seht ihr den ganzen Update-Verlauf. Das ist also richtig. Die Entwickler sind wirklich aktiv dabei. Es ist der. Ich habe vernommen, das ist der. Entwickler von DayZ Standalone ist bzw. dabei ist bei diesem Spiel. Da sagen natürlich die meisten jetzt, oh je, oh je, oh je, Standalone DayZ, das war ja schon eine Katastrophe von produktionstechnischen her. Da kamen sie nicht weiter und wie und so weiter und so fort. Ja, das habe ich auch vernommen, aber ich denke, der Entwickler von DayZ hat das Team gewechselt und auch, wie man sieht, die Sparte, komplett neues Genre. Und momentan finde ich es richtig gut umgesetzt, genial gemacht und extrem, extrem schwierig, ehrlich gesagt. Weil wir sind eine Ein-Mann-Person auf dem Mond und wir bauen da eine Mondlandschaft, nee, eine Mondstation. Aber diese Station ist sowas von kompakt. Du musst eine Luftschleuse bauen mit Luftgeneratoren und. Du musst Stromerzeugung generieren. Bis jetzt habe ich erstmal Fangs die Stromerzeugung hinbekommen, die Produktion plus minus hinbekommen, aber die, wie soll ich sagen, die Luftgeneration, da hapert's noch, aber wir schauen einfach mal rein, es ist alles noch im Early Access, es ist aufs Deutsche übersetzt, aber nicht alles haben sie übersetzt bisher, aber es ist Early Access. Und hier sind wir. Das ist das knuffelige Mars-Gebilde. Wir haben hier verschiedene Kisten. Die bauen wir, stellen wir gleich mal erst auf. Hier haben wir einen Gaskanister. Und das erste, was wir bauen müssen, ist natürlich, wow, du stehst mir ein bisschen zu nah am Abgrund. So. Das erste, was wir, nein. Was wir bauen müssen, ist, nein, hier in dieser Kiste. Und zwar brauchen wir erstmal die Frames, das ist quasi der Boden. Wir suchen uns eine schöne Ecke aus. Die ist nicht schlecht. So. Das erste, was wir eigentlich bauen, ist der Turm für die Stromerzeugung, weil Strom ist natürlich das Wichtigste. So, wo haben wir es denn? Solarenergie und dann nehmen wir noch das Glas mit, genau, voilà. So, Mann. So, dann bauen wir mal hier oben. Na, shit. Ich muss
So. Ich muss noch die. Wo sind sie denn? Shields, die Eisenplatten mitnehmen. Weil wir müssen natürlich das Ganze zuerst auch noch bauen. Das sind nur mal die Gerüste. So, jetzt kommt das Ganze zustande. So, wir brauchen einmal den und da. Und da machen wir gleich mal die komplette. Hier machen wir auch das komplette. Die können wir eigentlich abreißen wieder. So. So. Jetzt machen wir den wieder aus. Also es ist wirklich kompakt, das Ganze. Sehr, sehr realistisch. So, Jetpack an und einmal bitteschön. Ach, ja. Nein. So, drehen. Dann haben wir kein Glas jetzt hier, sondern wir haben hier Eisenplatten. Mit Glas machen wir das Solarpanel. Und ja, das Solarpanel, das holt sich dann den Strom von der Sonne. So. Jetzt bauen wir noch. Das haben wir da drüben. Das Jetpack mal aus, sonst haben wir gleich mal keinen Treibstoff mehr. Leistungsregler und die Batterie nehmen wir eigentlich auch gleich mit. So. Jetzt wird es auch schon dunkel, aber das irritiert uns nicht oder kümmert uns nicht, denn wir bauen weiter. So. Ja, wir. Wir verbinden das Ganze mal mit Kabeln. So. Ah, drehen, drehen, drehen. So, und nochmal drehen. So, gerade hoch, hoch, hoch. Ah, Jetpack an, einmal hoch. Weil wir brauchen jetzt so einen Bogen. Das Drehen ist noch tricky. Also ne, eigentlich tricky nicht, aber ich habe es einfach noch nicht draußen. So, wir lassen das Panel mal so, auch wenn es nicht wirklich viel produziert, so, aber wir lassen es jetzt mal so. So. Auf der Seite müssen wir auch wieder. So, jetzt noch das tun. In vier. So, so einen brauchen wir. So. Und wir machen hier, machen wir eine.
Das ist doof. Wir brauchen doch so einen. Wir bauen hier. Oh Mann. So. Weil wir bauen hier noch eine Batterieladestation hin. Macht ja auch irgendwie Sinn, dass das Ganze beieinander ist. Das müsste eigentlich hier drin sein. Batterieladestation, genau. So, ich habe mich schon verlaufen. Ne, gut, da vorne ist es. Zack, zack, zack. Das ist eigentlich das Erste, was man grundsätzlich immer machen sollte. Das Teil richtig drehen. Also, was ich heute für Probleme habe. So. So. Jetzt nehmen wir wieder das Kabel und das ist der Vierer. Ah, Mann. So, einmal und zweimal. Wunderbar. Jetzt nehmen wir die Batterie und legen die mal hier rein. Und jetzt brauchen wir noch ein paar Batterien, weil wir können diese Stromwandler hier leistungs so aufmachen. Habe ich die jetzt verkehrt rum montiert? Ich glaube schon, ne? Mal gucken. Ist mir da ein Missgeschick passiert? Nee, eigentlich nicht. Oder? Nee, das ist Eingang, das ist Ausgang. Nee, passt doch. Passt, passt, passt das Ganze. So, was brauche ich denn jetzt? Ach ja, den da brauche ich zum das aufmachen, genau, und dann brauche ich den. Ah, Mist. Ich muss noch die eine Maschine zuerst versorgen, dann kann ich nämlich hier die Batterie rausnehmen und da reinsetzen. Und das Ganze auf On machen. Das auch auf On. Und dann sollte die geladen werden. Genau. So. Den können wir eigentlich jetzt gerade momentan gar nicht mehr brauchen. Aber das ist nicht so tragisch. Brauchen wir nämlich vorläufig auch nicht. So, mit dem machen wir das Gleiche, damit wir quasi auch den zweiten. Ah, immer die falschen Tasten hier. So. Und auch den machen wir auf On. Hat es jetzt einen Kurzschluss gegeben oder was? Also natürlich, die großen Batterien wären natürlich schon besser, wenn man die hätten. Aber leider haben wir nur zwei große und die großen sind natürlich besser, wenn du den für deinen Lebenserhalt brauchst. Ja. Jetzt wollen wir mal schauen, ob das Ganze auch funktioniert, wenn die Sonne scheint. Wann kommt die Sonne? Wann kommt die Sonne? Gar nicht. So. Wir könnten eigentlich noch
unsere Base weiter ausbauen. So. Wir könnten natürlich auch ganz ehrlich da. Oh. So. Das Ganze mal hier hinbringen, dann muss ich nicht so weit laufen. So, und zwar brauchen wir Frames. So. Wir machen mal 3 auf 3. Ohne den Turm. Ja, das passt doch schon mal, oder? So. Das ist eben, wenn sie nicht fertig gebaut sind, dann hat man da eben solche Löcher, wo man reinfällt. Also richtig cool umgesetzt, muss ich sagen, dass man zuerst mal den Umriss macht und der aber dann trotzdem noch durch, also ne, dass man da durch die Dinger fällt. Das ist voll cool gemacht. So, der ist falsch. Oder? Ja. Ja gut, wir könnten eigentlich. Hier den Eingangsbereich machen. Gar nicht mal so verkehrt. So, das sollten eigentlich, jawohl, das sind die Platten. So, und den machen wir an. Und jetzt machen wir erstmal den Boden. Das wird sogar so die Eingangsschleuse, die ich leider noch nicht wirklich draußen habe, wie das montiert wird. Ich mache jetzt erstmal nur mal die Konstruktion, bevor ich es fertig mache, weil wenn die Konstruktion gebaut ist, kann man drauf rumlaufen und man spart sich ein bisschen Eisen. Natürlich ist es jetzt nicht dicht, aber das brauchen wir ja am Anfang gar nicht. Sondern es geht ja nur mal darum, dass wir hier eine Struktur haben. Wo wir nicht durchfallen können. Das Coole finde ich auch, dass die Verkabelung hier, hier oben zum Beispiel, verbaut wird dann. So. Low was? Das habe ich jetzt nicht verstanden, was jetzt low ist. Low was? Habe ich nicht verstanden. Habt ihr das verstanden? So. Jetzt machen wir den wieder aus. Stellen den da rein. Kann man auch machen. Und dann nehmen wir hier die Wände. Und zwar machen wir jetzt die Wände ringsrum. Ach, ich habe hier nur einen 2. Also 3 auf 2 gemacht. Beziehungsweise, ja, 3 auf 3 beziehungsweise 4 auf 3 habe ich gemacht, ja. So,
Machen wir diesen Bereich mal absperrend. Jetzt haben wir hier noch links und rechts. So. Und hier kommt dann noch die Tür rein. Also die zwei Türen. Dann kommt man hier so in den Raum rein. Ausbauen können wir dann das Ganze schon noch, wenn wir genau wissen, wie es geht. Aber bis dahin dauert das noch, weil, ja, das ist mit dem Stromerzeugungsprozess ist es auch schon ein bisschen heavy. Weil zum Beispiel haben wir jetzt hier eine Ladefunktion hier, aber die werden hier oben nicht geladen. So, stellen wir die mal hier unten hin. Das sind halt eben kleine Batterien, die haben nicht so viel Saft und darum jo, bringen die eigentlich hier oben gar nichts. Aber wir laden jetzt das Ganze mal voll mit der Sonnenenergie. Zurzeit brauchen wir ja eigentlich nicht mehr Strom. Weil. Mein Anzug hat noch Strom. So, als nächstes bauen wir. Was bauen wir denn als nächstes? Genau, als nächstes bauen wir den Ofen Forneck. Und zwar bauen wir den hier in die Ecke. Genau so hin. Und dann nehmen wir noch den Konstruktor, Autolator, und der produziert nämlich Kabel und wenn man das so baut, nee, so geht's nicht. Wenn man das so baut, dann. Jawohl. So, weil wir haben eigentlich relativ wenig Eisen und Kabel auch. Also von dem her ist das eigentlich schon bewusst, warum dass man das zuerst baut. Damit man auch die Produktion machen kann für den Weiterbau. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen blöd gebaut, aber das können wir lösen, indem wir jetzt einen Kabelschneider nehmen. Und wir nehmen das hier weg, das hier weg. Das Kabel, was man wegschneidet, das ist nicht verloren, das wird ins Inventar gepackt. So, und hier machen wir jetzt diesen Vierer. So, und das ist ja doof. Das ist doof. Das kann ich gar nicht dahin packen, wo ich das hin wollte, weil hier kann ich nicht bauen. Dementsprechend. Na, wo ist er denn? Das ist er nicht, oder? Doch, das war er. So, wir brauchen aber nochmal den Kabelschneider, weil.
So, jetzt sollte das alles verbunden sein und dann auch Strom erzeugen, beziehungsweise sollte das Ganze dann so. Sollte das Ganze dann funktionieren? Jetzt habe ich keinen Platz mehr im Inventar. Nee, so. So, wir nehmen einmal die Batterie, setzen die hier rein. Nehmen die Batterie, setzen die hier rein. Und schon wieder leer, diese Batterien. Große Batterien habe ich noch nicht rausgefunden, wie wir die bauen können. Beziehungsweise wie bauen, habe ich schon rausgefunden, aber noch nicht. Na super. Falsche Richtung. So, das Ganze geht natürlich dann auch mal automatisch. Aber auch das habe ich noch nicht rausgefunden. Das heißt, ich muss es halt jeden Morgen quasi wieder umstellen. Also sobald die Sonne ist, auf die andere Seite. So. Ah, scheiß Mauer. Mensch. Also ich hoffe, dass die da irgendwie sich laden. Echt jetzt? Hoffe ich wirklich. Und der ladet auch. Auf jeden Fall ladet der. So, die Sonne geht wieder unter. Und wir gehen mal nach oben und richten die. Kann ich den anstrahlen und der hat Strom? Oder hat es noch Licht, wo er empfängt? Das gibt es ja auch noch. Ne, jetzt nicht mehr. Gut. So, einmal auf 0. So. Meine Energie, die ist auch wieder leer. Wunderbar. Jetzt, die Sonne geht hier hoch, dann kriegt er volle Pulle rauf und dann müssen wir später mal wieder die Batterie wechseln. Also den Winkel wechseln, so meine ich. So, wir haben Low Battery. Oh, shit. Oh. So, zuerst natürlich eine Batterie nehmen und dann erst dann die Batterie wechseln. Weil wenn man die Batterie rausnimmt, dann reklamiert er. Weil dann sagt er, es fehlt was. Also schnell wieder rein. Und die sollte eigentlich geladen werden, wenn die nächste Mal, wenn das nächste Mal die Sonne aufgeht. Die sollten auch gehen. So, was haben wir denn noch da? Ja, das ist der Bauer. Das ist die. Ja, das ist ein Solidgenerator, das ist ein Stromgenerator, der gefällt mir persönlich aber einfach nicht. So, was haben wir denn hier drüben noch?
Ja, da haben wir den Marker und ja, haben wir Essen und hier haben wir noch die Sachen für die Luft. Die habe ich nur noch nicht ganz rausgefunden, wie das genau funktioniert, beziehungsweise wie man die aufbaut. Wir setzen auf jeden Fall jetzt mal die Türen, dass ihr dann mal seht, wie die ausschauen. So, jetzt, oh je. Komme ich nicht mehr rein, ne? Denkt aber auch nur ihr, weil wir können jetzt das Brecheisen nehmen und die Türen aufbrechen. So. Wunderbar. Ich weiß gar nicht, die Musik ist, glaube ich, ein bisschen zu leise, ne? Also ich höre fast nichts. So. Machen wir die mal auf 60. So. So. Wunderbar. So, also die Base steht doch schon mal. Noch nicht viel, aber es steht schon mal was. Irgendwas brummt hier. Bin ich das etwa? Also ich werde mal schauen, wenn die voll ist, ob die zwei dann auch noch voll werden. Also ob die da drin geladen werden. Normalerweise sollten sie eigentlich geladen werden. So, wir könnten eigentlich hier. Eigentlich schon mal ist schlimm, wenn man nichts sieht, ne? Und dass der aber auch immer so liegt. So, das nennt man Kabel eingelegt. Das nennt man falsches Kabel eingelegt. Wichtig ist ja, dass wir den Strom haben. Die Kontrolle. Die ist momentan noch nicht wichtig. Drum. Wenn wir da mal versuchen, Strom an die Türen zu bringen. So. Natürlich reicht es immer noch nicht, weil. Sowieso ist der falsch hier, beziehungsweise der ist falsch, beziehungsweise wir müssen darüber und dann hoch über die Tür. So, ja, das wäre so ein kleiner Einblick ins Mann, stationier. Richtig cool gemacht, richtig verzwickt, verzweigt. Also ihr seht schon, wohin die Reise geht. Also man sieht schon, wohin die Reise geht. Und ja, das war mein Handy, Entschuldigung. Und es ist wirklich richtig, richtig komplex. Man muss wirklich alles
Verkabeln, die Schleuse muss noch verrohrt werden. Man kann Steuerungen einbauen, die muss man noch einziehen und machen und tun. Also richtig, richtig kompakt, muss ich euch sagen. So, jetzt wünsche ich euch natürlich ganz viel Spaß bei den anderen Folgen von anderen Let's Playen. Ich hoffe, euch gefällt das mit dem Wolf hier. Der ist wahrscheinlich ein bisschen hinten rein, aber ich weiß es nicht. Aber ich denke mal, ihr habt den Einblick in das Spiel bekommen. Und ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.